Hi und herzlich willkommen hier beim Mobile Gamer Guy, dem wohl besten Kanal, wenn es um mobile Videospiele geht. Und wir machen weiter mit Last Day on Earth. Es geht mal wieder im Singleplayer-Modus voran und es ist mal wieder Bunker Alpha offen. Wir können wieder in den Bunker Alpha und dort mal schauen, was wir denn da mal wieder bekommen, ob wir die 30 roten Tickets zustande bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch viele Waffen drüben habe. Ich habe ein bisschen was an Rüstung. Ich habe hier zwei Nahkampfwaffen. Ich habe noch zwei Waffen da gehabt in meiner Base. Und ich habe halt noch Verbände. Ein rotes Coupon hatte ich noch gehabt. Und ich habe hier vier Karottengerichte dabei, weil der Verkäufer möchte vier Karottengerichte und viermal Dörrfleisch haben. Das geben wir ihnen auch und kriegen dafür eine Waffenbox und hoffen, hier ist da was Gutes drin. Es wird Zeit, dass wir endlich Level 150 erreichen, denn wenn wir endlich 150 sind, können wir auch Raiden dann machen. Dann habe ich mehr Content auch für meine Videos. Derzeit kann ich immer nur Bunker Alpha machen oder alte Farm und so. Jetzt schauen wir erstmal, was wir denn hier in dieser tollen Kiste hier drin haben. Ich glaube, wenn er nur Fleisch und nur Karottengericht haben möchte, wird da jetzt nur eine normale Waffe drin sein. Aber auch eine Schrotflinte für vier Karottengerichte und viermal Dörrfleisch. Ich sag mal so, besser kann es gar nicht laufen, denn die Schrotflinte brauchen wir, um den blinden Jäger zu erledigen. Also perfekt gelaufen, perfekter Start, so kann es weitergehen. Und jetzt gehen wir halt Bunker Alpha, machen diesen Bunker mal wieder offen und werden dort ein bisschen looten gehen. Wir werden auch den blinden Jäger besiegen müssen, denn wenn wir den blinden Jäger ja bezwungen haben, können wir mit den Sachen, die wir dort finden, mit den ganzen Items, diesen Typen da unten geben in den Lobbyraum, um halt die ersten Koordinaten zu bekommen für die erste Kiste, ja, mit der Diskette. Da können wir dann halt auch wieder einiges an Loot finden und das werden wir auf jeden Fall heute in der Episode auch noch machen. Das verspreche ich euch, das wird heute alles stattfinden. Deswegen werde ich jetzt so ein bisschen schneller schneiden den Durchgang im Bunker. Da kennt ihr euch ja bereits aus, wie das abläuft. Deswegen, wenn da jetzt eher so Schnitte drin sind, wundert euch nicht. Oh, ich habe noch ein paar Waffen hier drin, das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Nehmen wir mal hier zwei Glocks mit und ich habe hier die Haltegriffe dran. Hier habe ich auch Haltegriffe dran. Was habe ich hier? Haltegriff und Visiervergrößerung. Wir nehmen mal einfach ein paar Waffen mit. Und ich würde mal sagen, die Schrotflinte lassen wir erstmal da, die Winchester lassen wir da, die zwei nehmen wir auch mit. Nehmen wir so viele Waffen mit? Ja, komm, wir möchten rote Dings farmen und dafür brauche ich das jetzt, also nehmen wir das. Hier habe ich nur eine reine SWAT-Ausrüstung, da behalte ich jetzt erstmal die, die ich habe und wir nehmen hier natürlich wieder das mit, was wir mitnehmen können und zwar 25 gelbe, 20 grüne. So, wir kriegen jetzt ja auch noch mal was aus den Kisten hier wieder von gelb und grün, also ist das alles kein Problem. Hier haben wir auch noch zwei Waffen drin. Schild ist schon fast kaputt, deswegen nehmen wir mal diesen Schild mit, um halt eine etwas, ja, größere Waffe noch dabei zu haben und rein in den Bunker und dort mal wieder, ja, hoffentlich schnell rote Tickets bekommen. Wie viel fehlen mir? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. 13 oder so. Ich meine, wenn wir den blinden Jäger machen, kriegen wir auf jeden Fall 10. Also wir kriegen auf jeden Fall 16 brauchen wir. Wir kriegen auf jeden Fall die rote Box wieder und vier Waffen und halt einen Luftfilter hoffentlich wieder dabei. Denn Luftfilter ist das, was ich jetzt ja immer noch brauche. Stahl habe ich schon so gut wie fertig. Und ja, hier bei dem Guy muss ich dann noch, seht ihr, mein Ruf Level 1, die Diskette ist schon fast voll. Fehlt nicht mehr viel, also einmal noch den blinden Jäger bezwingen und wir haben die Chose gemeistert. Ich habe keinen Finger in einem Event bekommen gehabt, hatte ich aber letztens noch bekommen gehabt offscreen und hatte dann, bevor der Bunker geschlossen war, noch eben dort etwas gelootet gehabt. Ich weiß gar nicht mal, was da drin war. Ich glaube wieder Kupferbarren und anderes Gedöns. Auf jeden Fall nichts Weltbewegendes. Wir fangen natürlich mit der grünen Kiste an und wir haben eine Glock drin. Das ist natürlich sehr nice, eine Glock direkt dabei zu haben. Und Bandagen, okay. Sonst ist hier nichts Weltbewegendes. Hier nochmal eine Glock. Und eine Choppergabel ist richtig gut. Denn ich möchte ja meinen Chopper immer weiter aufleveln. Ich brauche nicht noch einige an Ressourcenersparnis. So, schauen wir mal nach. Zieht sich vielleicht die andere Hose an? Ich ziehe die andere Hose an. Dann habe ich wenigstens da das voll. Ansonsten lasse ich das, ich nehme mal die Glock einfach mit. Ich nehme die Glock mit. Heißt aber nicht, dass ich die jetzt sofort verwenden werde.
Aber dabei ist es schon mal. So, haben wir hier jetzt wieder so einen Schlüssel drin. Kann man immer gebrauchen, um irgendwelche Waffenmods zu haben. Und nein, aber ein gelbes Ticket und ein Hammer. Hammer kann ich alles später mitnehmen. Brauche ich jetzt nicht. Hatte ich hier eigentlich irgendwas sonst dabei? Hatte ich nicht. Also geht's los. Ich muss mal überlegen, ich gehe zuerst diesmal jetzt in Ebene 2, weil dort habe ich die Waffenmod-Bank, um halt dann die Glocks. Ich habe mal nicht was für die Glocks freigeschaltet gehabt. Ich weiß nicht mehr was. Ob es ein Magazin war oder so, damit man schneller schießt. Irgendwie sowas. Ich hatte auf jeden Fall irgendwas als Waffenmod. Ach, kann ich doch, glaube ich, hier gucken. Habe ich das bei dem drauf? Ne, bei dem ist es, oder? Vergrößertes Magazin, das kann sein. Ich glaube, das vergrößerte Magazin war es, weil ich freigeschaltet habe. Da benutzen wir noch ganz normale Waffen. Da brauchen wir jetzt ja nichts irgendwie großartig verwenden. Bei denen einmal anlocken, dann den Walltrick machen. Also wegrennen und hier zur Wall laufen. Wirklich weit außen. Und dann haben wir hier den Walltrick. Ich habe nicht auch irgendwann überlegt, irgendwann mal ins Laboratorium zu gehen, aber das habe ich gesehen gehabt, dass das wirklich sehr viel an Ressourcen verschwendet. Und ich weiß nicht, ob sich das dann jetzt schon lohnt für mich. Eigentlich nicht, weil das ist erst so ein Part, wo man später hin müsste, weil wofür brauche ich jetzt die Sachen, die man dort bekommen kann? Sowas wie, keine Ahnung, Glas und so, obwohl das findet man eher in der Kanalisation unten. Jetzt muss ich überlegen, mache ich bei dem auch den Walltrick? Ich versuche es. Komm mit. Put, 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 put. Okay. Und lieber gebe ich ein paar Verbände aus und so ein Set als Schusswaffen, weil so ein Militär-Klamotten-Set kann ich schnell craften. Dafür muss ich einfach nur schnell Tiere töten, um Leder zu machen. Wow, da war ich jetzt gerade einmal aus dem Konzept raus. Puh, hat man vielleicht an meinem Gesicht gesehen. Wollte ich jetzt sagen. So ein Klamottenset kann man halt wirklich schnell craften. So ein taktisches Set. Und ja, halt nur Waffen nicht. Deswegen behaltet so viele Waffen wie möglich. Nutzt dafür lieber andere Waffen. Also Nahkampfwaffen, die man halt schnell machen kann. Sowas wie hier, so ein Brecheisen, macht man halt mit 5 Eisenbarren. 5 Eisenbarren und 7 Leder. Oder andersrum. 5 Leder, 7 Eisenbarren. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall nicht so viel. Kann ja mal eben schauen. 7 Eisenbarren, 3 Leder sogar nur. 3 Leder, okay. 5 Leder war dann das Rohr. Und ich sag mal, da kann man nicht meckern. Ich nehme mal Dosen Bier mit, weil kann ich einen Recycler packen und dafür eventuell Aluminiumbarren bekommen. Schön außenrum, weil der steht gerade perfekt. Damit hat der eine mich schon mal gar nicht getroffen. Und der war auch schnell erledigt. Ja, sehr viele Grüne. So viele Grüne kann ich nicht verbrauchen. Ey, das ist so schade, dass man nicht mehrmals den Grünen die grüne Truhe öffnen kann. Oder wie gesagt, das Umtauschen. Das finde ich immer noch so derbe schade. Den nächsten Giftschäuser locken wir eben einfach nur ganz schnell an. Da kommt er. Und machen den auch eben so fertig. Öffnen wir eben hier das Terminal, bevor ich das wieder vergesse, wie beim letzten Mal. Ich kenne mich. So, gehen wir als Waffe jetzt mal eben umswitchen. Da schreddern sie gerade ein bisschen meine Sachen. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Okay, ich nehme mal eben hier Medikit. So. Ist noch nicht perfekt. Jetzt habe ich den Winkel perfekt, um halt auch hier die Waffe zu sparen. Denn
Ganz ehrlich, sollte ich hier jetzt sterben? Ich habe noch Waffen im Bunker. Ich habe in der Kiste Waffen. Dann gehe ich eben einmal zurück. Erledigen dann doch mit der Waffe. Aber so versuche ich das jetzt eben. Mit dem Wall-Trick. Einfach nur, um Waffen zu sparen. Und damit wir mit größtmöglichen... Wow. Größtmöglichen Profit hier rauskommen. Das ist so wichtig. Ich habe jetzt noch kein rotes Ticket bekommen, ne? Das ist wirklich mehr als bedauerlich. Schön getroffen und immer noch ein gelbes. Noch kein rotes gehabt. So, hier einmal anschleichen. Öffnen und weg. Einmal ein 18er Damage bekommen, einmal ein Crit. Und bitte du jetzt ein rotes. Immer noch kein rotes. Die ganze zweite Ebene bis jetzt kein rotes bekommen. Und wir brauchen 6 Stück. Weiß nicht, was das sein soll. Oh oh. Das dürfte ein dober Winkel sein. Okay, geht noch. Wenn man jetzt einfach in ganz netten Bewegung bleibt, geht es. Dann haben wir bis jetzt keine einzige Schusswaffe. Ach, da oben habe ich noch übrigens den wütenden Riesen vergessen. Mir ist übrigens beim Schneiden meiner Videos aufgefallen, wie oft ich immer wieder wilder Riese sage. Ich weiß nicht. Ich finde irgendwie, wilder Riese kommt leichter von der Zunge als wütender Riese. Weil wütend werde ich meistens ich bei den Riesen. Wow. Wow. Panik geschoben wieder. Und putz. Immer noch kein rotes Ticket. Das ist ja bis jetzt richtig Scam ist das. Das ist purer Scam. Ganze Ebene noch kein einziges rotes Ticket erhalten. Immer noch nicht. Wow. Könnt ihr wenigstens ein rotes Ticket fallen lassen? Auch nicht. So, jetzt haben wir hier aber die Waffenbank freigeschaltet. Dann können wir eben hier unsere Mods packen. Zack. Andere Sachen habe ich leider noch nicht. Die könnte ich zwar, aber fehlen mir noch ein paar Ressourcen. Und sonst habe ich alles. Die anderen M16s muss ich halt noch machen. Machen wir später. Wir pressen mal eben 2 Möhren. Und dann gehen wir noch da oben. Fehlt noch der wütende Riese. Und ich hätte noch eigentlich Bleeblubber da. Auch da oben sind noch 2 Bleeblubber. Weiß nicht, ob ich die zuerst mache. Giftschäusale sogar. So, die erste Waffe ist jetzt verbraucht. Und das erste rote Ticket. Ich habe das erste rote Ticket erhalten. So, war aber doch ein anderes Magazin, Komfortmagazin. Hier ist das vergrößerte Magazin. Okay. Kommt mal her, meine Freunde. Nee, ich gehe doch da lang. Wow. Ballern wir ihn ab oder versuchen wir es hier auch mit dem Wall-Trick? Aber ich habe jetzt hier gerade keine gute Position. Dann machen wir ihn doch eben so. Vielleicht zum Ende hin. Okay, hier geht der Winkel. Hier ist er sogar ziemlich easy. Ein paar Munition gespart und ein zweites rotes. Jetzt bin ich schon, aber bei den Bleeblubbern kriege ich selten ein rotes. Eher gelbe. Bei den Giftscheusalen schon mal, ja. Giftspeier sehr selten. Aber die Bleeblubber habe ich bisher noch nie ein rotes Ticket gehabt. So, mich würde wundern, ob wenn ich jetzt die irgendwas in der Waschmaschine finden würde. Ich habe noch nie was in der Waschmaschine gehabt. Die war bisher immer leer. Noch nie. Wow. Da hat jemand eine Mütze gewaschen. Allerdings wohl anscheinend auf der falschen Einstellung, weil die ist ganz schön ramponiert gewesen. So, jetzt gehen wir einmal back. Tauschen eben ein paar Waffen aus. Ich packe die
M16s, die ich hier habe, eben in die Kiste, holen die anderen, pack die in den Modder, um dort die Magazine zu packen und gehe dann in Ebene Nummer 3. Gehen wir jetzt in Ebene 3. Das wird aber dann sehr schade sein, dass ich dann beim nächsten Mal keine rote Kiste öffnen kann. Deswegen ist es jetzt umso wichtiger, dass ich so viele Schusswaffen wie möglich spare. Und dass ich dann, wenn ich dann die alte Farm demnächst mache, ich dort auch so viel wie möglich spare. Ich werde dann auch in dem Polizeirevier sehr wahrscheinlich nicht so viele Wellen machen, nur mit Nahkampfwaffen hantieren. Und die Wellen, wenn ich dann am Ende nur braune Kisten dabei öffnen kann im Polizeirevier, dann werde ich halt nur braune öffnen. Ganz ehrlich. Das Gute ist, ich habe, bevor ich in den Bunker gegangen bin, noch den Händler in der Basis verwendet. Und deswegen habe ich hier 111% jetzt Steigerung, was Erfahrungspunkte angeht. Das ist natürlich sehr hilfreich. Gerade hier in dem Bunker kriegt man einiges noch an Erfahrungspunkten. Wow, mal so rein gar nichts war da drin. Wir wechseln jetzt auf die Glock, weil bei dem wütenden Riesen möchte ich keinen Walltrick irgendwie anwenden wollen. Ich habe da so meine Bedenken. Das war eine schöne Kiste, schöne Box. Gucken wir mal, ob das denn hier so geht. Hier lang. Geht sogar. Ich meine, ich bin bis jetzt von den Kisten, von der grünen und von der gelben Kiste sehr angetan gewesen. Und danke, ein rotes Ticket. Ich hatte da überall jetzt eine Glock drin gehabt, ne? Ich hatte keine Nahkampfwaffe drin oder so. Also ich bin da bis jetzt sehr angetan gewesen. Tücher kann ich auch gebrauchen, also dicker Stoff. Nee, komm. Dafür brauche ich jetzt eben einfach zwei, brauche ich noch. Zwei auf jeden Fall noch, um dann halt den Dings machen zu können. Den wütenden Jäger. Hier habe ich noch eins, sehr schön. Das nehmen wir mit. Komm, nehmen wir alles mit. Was soll der Geiz? Mit dem Schild mache ich jetzt die zwei Giftspeier. Da komme ich leider nicht hin. Vielleicht keine Nahkampfwaffe mehr. Die können auch mal gerne ein rotes jetzt droppen. Ich muss jetzt aufpassen, nicht dass ich jetzt gleich... Genau das wollte ich gerade sagen. Mit der zerstörten Waffe. Okay, wir kriegen auf jeden Fall das die rote Box. Und hab du bitte ein rotes. Auch nicht. Ich kriege hier einfach keine roten. Also die roten sind in dieser heutigen Bunker... Session sehr mangelbare. Ich habe bis jetzt 6 Stück bekommen gehabt. In bis jetzt fast 2 kompletten Ebenen. Das kann doch nicht sein. Okay. Der hatten wir ein rotes. Danke. Danke. Lass hier auch noch eins drin sein. Dann lass du da unten in deiner kleinen Kabüffchen auch noch ein rotes haben. Und gelbes. Das kann nicht wahr sein. Ernsthaft. Das kotzt mich gerade ein bisschen an. Was soll der Geiz? Hab du dann wenigstens rotes? Danke. Hab du auch ein rotes? Komm. Schade. So, ich mache das jetzt aus einem Grund. Nicht wegen den Tickets oder so, sondern ich mache das jetzt, weil ich hier 111% Erfahrungsboost habe. Und ich hier natürlich einiges an Sachen, Erfahrungspunkte bekomme. Das ist der einzige Grund. Okay, rotes Ticket. Das ist natürlich dann schön, wenn dann wenigstens noch etwas an roten Tickets rauskommt. Den mache ich von hier aus. Einfach nur, damit ich nicht in den Stromkreis da rennen muss. Danke. Dann haben wir wenigstens schon mal 4 fürs nächste Mal schon. Meiner steht einfach, während er knackt. So, jetzt haben wir noch diesen einen Giftscheusal und den Speier. Upsala.
wollte die M16 jetzt nicht verbrauchen. Aus dem einfachen Grund, damit ich da oben die jetzt noch eben schnell alle wegballern kann, die da oben drin sind. Hallo mein Freund! Bitte hab ein rotes und Giftzeusal, bitte hab auch noch ein rotes. Und? Rotes. Hab du bitte auch eins? Schade. Aber lass hier bitte eins drin sein und in der Kiste da oben noch eins drin sein. Dann hat sich Ebene 3 auf jeden Fall noch gelohnt. Hier ist noch ein rotes drin. Sehr schön. So, vielleicht hat ja hier einer was, aber das werden nur alles grüne sein. Ja. Mit viel Glück ist hier noch eins drin, aber eher nicht. Ich habe den wütenden Riesen da schon wieder vergessen. Dich vergesse ich jedes Mal. Hi, mein Freund. Danke, es hat sich doch noch gelohnt. Dass ich dich habe warten lassen, hat sich noch gelohnt. Dann habe ich wenigstens ein rotes bekommen. Wir haben damit jetzt insgesamt 13 rote Tickets erhalten. 13. Drei Stück fehlten, um dann die rote Kiste öffnen zu können. Wir wechseln aber jetzt in den Hardcore-Modus und werden den blinden Jäger eben killen. Dafür muss ich jetzt eben aber einmal zurück, muss mir die Schrotflinte mitnehmen, noch eine andere Waffe irgendwie mitnehmen. Ich habe noch hier eine M16, haben wir auf jeden Fall noch. Und hier noch eine Glock. Dann gehen wir jetzt den Hardcore-Modus aktivieren und erledigen auf die Schnelle den blinden Jäger. Der ist ja ziemlich easy, wenn man weiß, wie man den handhaben muss. Wichtig ist zu wissen, immer 5 Schläge von ihm kassieren. Dann macht er den Dash ausweichen, um dann halt auf ihn drauf zu ballern. Wenn man das dreimal gemacht hat, fängt er an, sich einmal zu heilen. Sobald er sich anfängt zu heilen, schnell den ersten Alarmknopf drücken, Alarm auslösen, damit er von dem Lärm gestört wird und sich nicht weiter hochheilt. Und dann zum nächsten Alarm hinlaufen, sich dort wieder 5 Schläge kassieren und da wieder das alles von vorne machen. Und dann gehen wir hier rein und gehen zum blinden Jäger. Lassen einmal den Doc hier taumeln, der keinen anderen Ausweg gesehen hat, außer sich selbst zu erhängen. Wir müssen natürlich wechseln auf unsere Verbandskästen und dann gehen wir hier hin. Da ist der blinde Jäger. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, einmal heilen, warten und wenn er gegen die Wand knallt, schafft man 5 Schüsse, wenn man früh genug angefangen hat. Ja, dann wieder 5-mal schlagen lassen. Warten, bis er den Dash macht, auf Seite gehen und 1, 2, 3, 4, 5. Wieder 5-mal schlagen lassen. 2, 3, 4 und 5. Einmal hochheilen. Wichtig ist, sich nicht von dem Dash treffen lassen, weil der Dash macht enorm viel Damage. Jetzt zum Alarm hin. Und da wir sehen, er hat 10 HP, hat er sich heilen können. 1, 2, 3, 4 und 5. Heilen. Und wieder auf Seite. 1, 2, 3, 4 und 5-mal getroffen. Und das wiederholt man halt die ganze Zeit. Man kann das auch dann mit Nahkampfwaffen machen. Verbraucht natürlich damit dann umso mehr Verbandskästen. Deswegen, wenn ihr eine Schrotflinte habt, nutzt die Schrotflinte. Die ist ideal dafür. Wenn man eine Schrotflinte verbraucht hat, hat man fast den komplett down. Ah, verdammt. Ich habe das vergessen. Ah, jetzt, das war natürlich jetzt doof von mir, weil ich jetzt geredet habe und mich nicht darauf konzentriert habe, dass er sich ja heilt. Ja gut, jetzt brauche ich mehr als nur die Schrotflinte. 4 und 5. Der wäre jetzt schon um einiges weiter runter gewesen. Der wäre jetzt schon bei irgendwas mit 300 und. Oh. Das war ein richtig doofer Winkel, wie er jetzt gelaufen ist. Hier werde ich nur 4-mal treffen können. Ich möchte jetzt nicht einen Schuss wasten. Ah,
1, 2, 3, 4, 5. Ah, verdammt, da habe ich doch einen Schuss gewastet. 2, 3, 4 und 5. So, und jetzt wieder. Mit der Glock werden wir ihn jetzt erledigen. Und auch einen Levelaufstieg bekommen. 10 rote und die schönen Items. Und ich hoffe jetzt Einbrecher. Wenn das jetzt kommen würde, wäre ideal. Aber nein, da habe ich ja wirklich nur den größten Rotz bekommen. So, damit haben wir all das, was wir brauchen. Wir haben unsere 10 roten Tickets und wir haben das, um dem Dude da unten. Ach komm, lauf eben einmal durch. Okay, hat nichts abgezogen. Sehr schön. Um den Dude die nötigen Sachen zu geben, um eine Diskette zu erhalten. Terminal benutzen. Jetzt schauen wir mal, was wir hier drin haben. Hoffentlich wieder ein Luftfilter. Und sogar zwei Luftfilter und eine Gasmaske. Perfekt. Also das ist ja richtig edel. Die Gasmaske werde ich jetzt auch verwenden, um halt die zwei Kisten da noch zu öffnen. Und ansonsten habe ich hier schon wieder richtig geile Sachen. Besonders die zwei Luftfilter sind Gold wert. Die Gasmaske auch, die kann ich recyceln, um damit halt hoffentlich noch was zu bekommen. Die Gabel ist natürlich wieder sehr gut, um meinen Chopper aufzuleveln. Eine Glock ist gut, eine AK ist natürlich gut. Eine Schrotflinte ist natürlich auch edel. Schrotflinte ist super gut, um halt dann das nächste Mal wieder den wilden Jäger machen zu können. C4-Sprengstoff sage ich auch nicht nein. Und eigentlich alles im Allen ideal gelaufen. Dann gehen wir jetzt zu dem Dude und geben ihm die Sachen, um die Diskette freizuschalten. Dann haben wir hier. Damit haben wir die Diskette. Die nehmen wir und können ihn auch schon direkt die nächsten Items geben. Da habe ich dann noch was und hier haben wir noch was. Nächstes Mal gibt es halt einen Revolver. Aber wir haben die Diskette und die Diskette können wir jetzt hier für die Koordinaten reingeben. Es lädt, es lädt, es lädt und wir haben die Koordinaten. Nächste Aktivierung in 12 Stunden. Event, da hinten ist es. 59 Energie verbrauchtes. Habe ich zum Glück. Kann ich so hingehen, ohne Treibstoff zu verbrauchen. Ich hätte jetzt auch schon mal Sachen mitnehmen können, die in die Basis packen. Vorab hier hinbringen und dann von da aus dorthin. Aber komm, das mache ich jetzt nachher alles offscreen. Ist kein Problem. Habe ich jetzt noch was hier drin? Nein, gut. Schön alles leer geräumt. Damit nachher alles aus der Kiste in meine Dash kommt. So, schauen wir mal, was wir hier drin haben. Aber hier dürfen ja keine starken Gegner sein. Ein bisschen mir schon zu viele Gegner, ganz ehrlich. Ein Giftscheusal sogar. Ach, verdammt. Es ist hier einfach mal ein Giftscheusal. Ja, komm, jetzt bleibe ich hier stehen. Spring von mir jetzt nochmal. Springt von mir jetzt nochmal. Ach, ich dachte, ich bin schnell genug. Nee, das brauchen wir nicht. So, nur wegen der Erfahrungspunkte haue ich die jetzt eben kaputt hier. Hier haben wir noch einen Giftscheusal. Meine Güte. Ich will doch nur eben hier die Kiste öffnen. Kann doch nicht wahr sein. Dann öffnen wir jetzt die Kiste. Den lassen wir da jetzt, wo er ist, den da oben. Und schauen wir mal, was wir drin haben. Und wir haben nochmal einen Luftfilter. Drei Luftfilter ist ideal. Wir haben eine SWAT-Ausrüstung. Wir haben eine AK. Wir haben eine Scharfschützenwaffe. Wir haben, was für den Bogen, können wir benutzen. Verdrehte Sehne. Eine Gasmaske nochmal. Wir haben elektrischen Schaltkreis. Kupfer ist sehr wichtig. Stahlplatten ist sehr gut. Uff, was haben wir noch? Was kann ich auf jeden Fall noch gebrauchen? Die weiße Farbe ist auch eigentlich wichtig. Die kriege ich so selten. Jetzt muss ich mal eben schauen. Ich habe noch einen Platz hier frei. Packen wir mal eben eine Waffe hier rein. Dann kann ich eben hier noch was reinpacken. Essen tue ich mal eben was. Nehme ich die Federn mit? Ne, ich nehme Schraubenschlüssel mit. Die könnte ich auch eigentlich noch gebrauchen. Ach, dammit, 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 dammit. Doch noch sehr viel, was hier an Platz fehlt. Wir packen einfach das mal eben jetzt rein, damit wir das wegpacken können. Dann können wir die Flaschen hier reinpacken und haben wieder zwei Plätze frei. Drei Plätze sogar. Sehr schön. Packen wir einfach hier was rein. Gehen wieder zurück zur Kiste.
und holen den Rest. Das heißt, ganzer Rest ist nicht. Das Essen lassen wir hier. Kann aber noch was essen. Wir haben ordentlich Waffen bekommen. Wir haben 3 Luftfilter insgesamt. Das ist enorm gut für meinen Säurebad. Da fehlen mir, glaube ich, noch gut 11 Stück oder so. Oder mehr sogar. Wir können ja mal ganz schnell einmal hingehen und schauen. Aber wie gesagt, ist das sehr gut. C4-Sprengstoff haben wir 3 Stück insgesamt bekommen. Wir haben 2 Gasmasken bekommen. Wir haben ein SWAT-Set bekommen. Wir haben nochmal 2 Kupferbarren, was sehr gut ist. Wir haben 3 Stahlplatten. Damit können wir auch schon mal in unseren Säurebad die Stahlplatten jetzt fertig machen. Da fehlen mir insgesamt 10 Stück. Aber ich habe, glaube ich, auch noch irgendwie 7 oder 8 Stück in meiner Inbox. Also nicht Inbox, sondern in meiner Basis, in der Box drin. Und alles ideal dann eigentlich gelaufen. Gucken wir uns das doch mal eben an. Wie viel fehlen mir? Oh, mir fehlen viel mehr. Mir fehlen insgesamt 18 Stück. 18 Stück, aber immerhin schon mal etwas. So. Ja, das war's für die heutige Folge. Ich sag mal, das war besser, als ich dachte. Es lief viel besser, als ich dachte. Und ja, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wie fandet ihr die Ausbeute? Hättet ihr euch über diese Ausbeute gefreut? Ja oder nein? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Das war's für heute. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ihr könnt gerne den ganzen Video einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert gerne den Kanal, um halt nichts weiteres zu verpassen und um den Kanal zu unterstützen. Und ich zeige es gerne nochmal. Nehmt Daumen nach oben, abonnieren und aktiviert die Glocke, denn damit verpasst ihr keins meiner Videos. Und kommentiert, wie gesagt, gerade was Feines. Hilft dem Algorithmus. Und ja, Support ist kein Mord, eben irgendwas Schönes schreiben, das geht ganz schnell. Und wenn es noch was Cooles, Kurzes ist wie, hallo Mobile Gamer, cooles Video, reicht schon. Oder einfach nur cooles Video oder gut gemacht, cooler Loot, irgendwie sowas, würde mir schon reichen. Danke dafür fürs Einschalten und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, reingehauen und ciao, ciao.